Einen wunderschönen guten Nachmittag hier heute zum Bundesligaspiel FC Bayern München gegen den FC Augsburg in der Allianz Arena. Die Bayern wieder gut in Form, haben jetzt gegen Paris gewonnen, haben auch das Wochenende zuvor gewonnen. Bei Augsburg läuft es ja nicht ganz so rosig, allerdings haben sie auch gezeigt, dass sie es gegen Bayern machen können. Das hat man in den letzten Spielen sehr oft gesehen. Mal schauen, ob Augsburg das Spiel heute gewinnen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, Paris ist jetzt raus. Die Bayern waren richtig on fire am Mittwoch. Also, wenn sie das heute auf die Spielleistung übertragen können, dann sehe ich da eigentlich nicht schwarz, sondern sehe da eher die, ja, den Sieg. Mal schauen, ob Dortmund dann auch heute Abend im Revierderby gegen Schalke 04 gewinnen wird. Das ist wahrscheinlich auch ganz interessant, ob dann Bayern alleiniger Spitzenreiter ist oder ob es dann wieder an der Tordifferenz ausgemacht werden muss. Das ist auch immer ganz interessant zu sehen. Jetzt geht's nochmal bei Bayern in den Mannschaftskreis. Ist ja auch so ein kleines Derby heute. Augsburg ist ja auch in Bayern. So das kleine Bayern-Derby kann man es nennen. Aber das sollte man dann jetzt auch nicht zu hoch stapeln, das Spiel. Bei Augsburg gibt es ebenfalls nochmal einen Besprechungskreis. Die Bayern stehen jetzt schon bereit, also da ist alles ready. Jetzt ist Augsburg auch bereit. Noch hervorzuheben, Benji Pavard wieder nach der Sperre zurück in der Startelf, also von der Sperre in der Champions League wieder zurück in der Bundesliga Startelf. Und dann geht's los mit der ersten Halbzeit. Let's go. João Cancelo jetzt. Der hat Platz, der kann's, der kann auch abschließen, wenn es sein muss. João Cancelo, Cancelo! Rafa Giekewitz zur Stelle, jetzt. Joshua Kimmich, Ecke kommt, Ecke ist gut, die kommt an, der Kopfball! Wieder Rafa Giekewitz. Der Typ ist echt ein kranker Torwart. Kimmich, Ecke kommt diesmal auf Upamecano! Und wieder Rafa Giekewitz, das gibt's doch gar nicht. Wieder Kimmich jetzt, Ecke kommt wieder rein. Goretzka, diesmal kommt er nicht an den Ball. Thomas Müller legt nochmal ab auf Joshua Kimmich. Kimmich, Ball kommt wieder in die Mitte. Diesmal abgefangen und der Ball erstmal raus. Choupo-Moting legt ab auf Kingsley Coman. Choupo erobert den Ball. Choupo-Moting jetzt. Da ist nur Govileo dabei. Aber den Choupo-Moting scheitert dann Rafa Giekewitz. Jetzt Joshua Kimmich. Wieder eckig. Ecken waren heute gefährlich. Benji Pavard scheitert da am Spieler auf der Linie. Wieder Joshua Kimmich. Goretzka, Rafa Giekewitz. Das gibt's doch gar nicht. Kimmich. Goretzka. Diesmal geht der Ball übers Tor. João Cancelo. Cancelo hat jetzt wieder Platz. João Cancelo. In der Mitte läuft Thomas Müller mit. Der Ball kommt. Thomas Müller! Und wieder ist es Rafa Giekewitz, der den Bayern die Großchance verhindert. Die gute Flanke von João Cancelo. Müller haut den Kopfball an den Boden, aber gute Reflexe vom Keeper von der FC Augsburg. Kimmich, Ecke kommt. Goretzka kann den Ball nicht behaupten. Upamecano legt nochmal ab auf Kimmich. Ball kommt an zweiten Pfosten. Goretzka! João Cancelo trifft! Allerdings gibt's Freistoß für Augsburg. Viel Gewusel und dann geht der Freistoß, glaube ich, auch in Ordnung. Von daher bleibt's beim Spielstand 0 zu 0. Ska. Sieht João Cancelo laufen. Jetzt João Cancelo. Cancelo gegen Udogie. João Cancelo! Wieder Rafa Giekewitz. Kimmich, super Balleroberung. Kingsley Coman. Jamal Musiala legt ab auf Choupo-Moting. Einfach mal draufschießen. Giekewitz, Coman. Und das war wieder die gefährliche Chance für Bayern. Wieder Ecke jetzt, Joshua Kimmich. Ball kommt wieder auf Goretzka. Und diesmal ist er drin. Da war dann der Spieler auf der falschen Ecke gestanden und Leon Goretzka eröffnet das Torspektakel mit dem 1 zu 0. Und das ist auch höchst verdient. Bayern hatte schon einige Großchancen. Aber die
sitzt dann letztendlich. Da kann auch Rafa Jekiewicz nicht mehr machen. Hier wieder die wunderschöne Ecke von Joshua Kimmich. Dann steigt Goretzka hoch und zieht ihn ins lange Eck. 1-0 Bayern. Kimmich legt ab auf Choupo-Moting. Choupo-Goting. Goting! Und dann nimmt der Augsburg-Spieler den Ball mit der Hand mit. Und dann gibt's Elfmeter für Bayern. Es war ein, ja, ganz klares Handspiel. Hier der Ball und dann, ja, geht er hier vom Körper weg. Okay, ist doch nicht so eindeutig. Choupo-Moting gegen Giekewitz. Choupo gegen Gieke, würde man sagen. Choupo gegen Dieke! Choupo trifft! 2-0 Bayern, Erik Maxim, Choupo, Goating! Wichtiges Tor. Hier nochmal in der Wiederholung. Läuft er an, schießt dann souverän ins rechte Eck. Giekewitz, ja, guckt den Ball nur hinterher. 2-0 Bayern, eindeutig. Augsburg und Jan Sommer. Und damit ist jetzt Halbzeit. Bayern führt in der ersten Halbzeit mit 2-0. Vollkommen verdient. Leon Goretzka ist heute sehr quillig im Angriff, also hat schon einige, ja, Schüsse aufs Tor gehabt, beziehungsweise waren es die Kopfbälle nach der Ecke. Also jetzt ist aber Halbzeit. Und damit geht's weiter in der zweiten Halbzeit. Upamecano jetzt auf Joshua Kimmich. Kimmich sieht Choupo-Moting, kein Abseits. Choupo-Moting gegen Giekewitz. Wieder Rafa Giekewitz. Und jetzt Ecke wieder für Bayern. Joshua Kimmich. Eckball kommt. Diesmal auf Thomas Müller. Ecke ungefährlich. Leroy Sané. Kimmich. Ecke kommt. Wieder Thomas Müller. Und wieder Rafa Giekewitz zur Stelle. Leroy Sané jetzt. Der Hochgelobte in Paris. Der hat gut gespielt. Und diesmal auch. Davies hat überlaufen. Von daher der Ballverlust kein Problem. Davies legt ab auf Sané. Sané. Kann den Ball nicht behaupten. Komm an, wieder auf Sané. Sehr quirlig im Angriff. Choupo-Moting. Schade. Komm an, sieht den laufenden Leroy Sané. Und da ist es. 3-0 Bayern. Neu eingewechselter Leroy Sané. Erster Ballverlust und dann das Tor. Wichtige Aktion vom deutschen Nationalspieler. Wird er auch gefeiert. Ist jetzt das der Ausgang aus der, ja, kleinen schwächelnden Form. Krise würde ich nicht mal sagen. Er hat nicht schlecht gespielt, die letzten Spiele. Er hatte halt keine, ja, Toraktionen. Und da ist dann das erste Tor mal wieder. Und macht er auch wunderschön. 3-0 Bayern. Augsburg. Ball abgelegt, nochmal in den Rückraum. Joao Cancelo, wieder abgelegt, der Schuss. Und Jan Sommer. Ecke jetzt für Augsburg. Demirovic bringt die Ecke rein. Der Abschluss, beziehungsweise Kopfball, kein Problem für Jan Sommer. Jetzt vielleicht das schnelle Konterspiel. Leroy Sané überwindet Gumni. Leroy Sané, in der Mitte taucht Choupo-Goting auf. In der Mitte Choupo-Goting, Sané, Choupo-Goting! Tor für die Bayern! 4-0 und jetzt ist es eindeutig. Auch wieder mit einer geilen, ja, Sprintaktion von Leroy Sané. Geht er nochmal in die Mitte rein und dann legt er ab auf Erik Maxim, Choupo-Goting. Dann ist jetzt der neue Spielstand 4-0 für Bayern. Davies legt ab auf Leroy Sané. Sané, Ball einfach mal in die Mitte schlagen. Da steht Serge Gnabry. Mein Chefkoch höchstpersönlich auch nochmal mit einem Tor. 5-0 für die Bayern. Und das ist natürlich geil. Einfach Leroy Sané heute mit 3, ja, Scorerpunkten. Hier, Leroy Sané nimmt nochmal den Schritt mit. Haut ihn dann einfach mal blind in die Mitte. Und dann kommt da Serge Gnabry an den Ball. Nochmal ein wichtiges Tor auch für Serge Gnabry. Choupo-Moting legt nochmal in den Rückraum auf Joshua Kimmich. Der versucht ihn in den Strafraum zu schlagen. Der kommt an bei Leroy Sané, aber das nur glücklich. Und dann ist er überrascht. Kingsley Coman, da wird aber nichts mehr draus. Aus, 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 das Spiel ist aus. Bayern gewinnt mit 5-0 gegen Augsburg. Mal schauen, ob es denn echt aus ist. Schreibt gerne euren Tipp in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Euer neues Tschüss.
und jede Nacht lieg ich wach und frag mich, was ich sagen soll. Und jede Nacht stell ich mir vor, dass es irgendwann einfach passiert.